Unser nächster Kunde ist etwas ganz Besonderes. Er kommt mit seinem Daumenorchester und er spielt ein ganz seltenes Gummiklavier. Das Omnicord. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus C. Heiland! Ja, vielen Dank. Das war das erste Lied. Das ist das zweite. 1, 2, 3, 4. Da staunst du jetzt ein bisschen, oder? Ich sag jetzt auch erstmal nur, Sex hält. Nur für den Fall, dass du dich gerade fragst, warum du das geil findest. Wieso klatschst du da vorne? Mit dir habe ich gar nicht gesprochen. Dieses Instrument heißt Omnicord. Das übe ich jetzt immer jeden Abend, seit ich in der Psychiatrie rausgeflogen bin. Ich habe nämlich früher mit psychisch kranken Straftätern gearbeitet, in einer geschlossenen Abteilung. Aber da besteht kein kausaler Zusammenhang. Es funktioniert auch ganz einfach. Also es ist von 1981 in Japan gebaut. Es war eigentlich ursprünglich für die musikalische Früherziehung von kleinen Japanern gedacht. Aber es hat nur bis 86 gehalten, weil es selbst dafür zu schlecht war. Das erste Lied ist instrumental. Solo. Fertig. Vielen Dank. So kriegt man die paar Minuten auch ganz gut rum. Wer ist kurz vor der Notschlachtung wegen Fettleibigkeit? A, der Bulle von Tölz oder B, Veronika Ferres? Wer ist Andreas Bader, Ex-Mitglied der RAF? A, Moritz bleibt treu oder B, Dumbo, der fliegende Elefant? Welcher charmante, aber geschiedene Hobbyfilmer ist immer beleidigt, wenn er für seine Scheiße keine Preise kriegt? A, Till Schweiger oder B, Till Schweiger? Oder alle beide? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Hierbei, wer wird Milliardär? Herzlichen Glückwunsch, 500.000 Euro. Aber es kommt ja noch eine Frage hinterher. Es kommt da noch eine Frage hinterher. Und da freuen wir uns ja alle schon wie verrückt. Ah, da hinten, du guckst mich nicht so an, das macht mich ganz nervös. Wie heißen die Söhne des berühmtesten deutschen Arbeitslosen Uwe Ochsenknecht? A, Jimmy Blue und Wilson Gonzales oder B, Breitmaulfrosch Bernd und Banana Bimbo? Und C, wie heißt unser Nationaltrainer? Ist das Bruno ein Viertel, Bruno ein Halb oder Bruno Ganz? Und heißt es Detlef Diesoest oder Detlef Dersoest? Sie wissen schon, die hopsende Heulsuse der Ignoranz. Ich hätte auch singen können, Sie wissen schon, die prima Ballerina ohne Schwanz. Aber herzlichen Glückwunsch. Danke, ja. Kann ich ja nichts für. Hat viel mit Aushalten zu tun, wenn man sowas schreibt. Herzlichen Glückwunsch, das war richtig. Schon wieder, ne? Jetzt haben Sie gerade 2 Millionen und gleich 1 Milliarde. Sie müssen nur noch einmal denken. Und dann kommt schon die letzte Frage. Die allerletzte Frage. Cha-cha-cha, ja. Wie war sie denn nochmal? Die letzte Frage.
Ich rufe mal gleich den Joker an. Aber ich habe die Nummer vergessen. Pass auf, Stimmung. Genau, ihr klatscht und ich mach sowas hier. Nicht so, nur einmal tosenden Applaus, meinte ich. Bevor mir die dritte Frage einfällt, ne, fällt mir ein Blondinenwitz ein. Aber nimm es nicht persönlich, er ist nicht von mir. Machst mich auch ganz verrückt. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Mir reichte das gerade hinter der Bühne schon. Zwei Blondinen warten auf die Straßenbahn, eine wartet auf die 1, eine wartet auf die 4. Kommt die 14 vorbei, sagt ja eine, Mensch, die kommen wir beide nicht. Welche prähistorische Persönlichkeit erhält 2010 postmortem den goldenen Alzheimer-Pokal? A. Tyrannosaurus Rex oder B. Marcel Reich-Ranicki? Sie sagen A, das logge ich jetzt mal ein. Tja, fast gewonnen, wie schade. Haben sie A gesagt, hätten sie auch B sagen müssen. Mit Halbwissen gewinnt man keine Milliarde. Schade. Aber dann gehen sie halt mit 20 Euro nach Hause. Das waren ja immerhin mal 40 Mark. Sie glauben gar nicht, wie der Witz im Osten funktioniert. Zumindest besser als hier. Oder sie gewinnen eine Autogrammkarte von mir. Mit meiner Handynummer drauf. Das ist doch eh viel besser, oder? Das war die falsche Geste. Ist für die anderen schon langweilig? Nö. Ich meine, so langsam würde ich auch jetzt mal jemand anders angucken. Aber du guckst mich ja die ganze Zeit an. Vielen Dank. Tschüss.